Zu Gast an der Hafenstraße. Hier sind die Rot-Weißen eine Macht. 12 Siege in Serie. Heute soll der 13. folgen. Am 13. Heimsieg in Folge zweifelt hier in Essen niemand. Hallo und herzlich willkommen zur Fußball-Regionalliga Nord. 28. Spieltag. Der erste trifft auf den vorletzten. Rot-Weiß Essen empfängt den Chemnitzer FC. Es könnte eine ganz einseitige Angelegenheit werden, denn Rot-Weiß Essen ist voll im Saft und voll im Rhythmus. Von den Spielausfällen der letzten Wochen ist RWE komplett verschont geblieben. Die haben immer gespielt und immer gepunktet. Ganz im Gegensatz zum Gast aus Chemnitz. Erst ein Spiel, das verloren. Und die Partie ist auch schon 4 Wochen her. Also keiner weiß, wie stark oder wie schwach Chemnitz wirklich ist. Das könnte die einzige Gefahr heute sein für Rot-Weiß Essen, nämlich den Gegner nicht einschätzen zu können und ihn damit vielleicht zu unterschätzen. Essen gegen Chemnitz, der Reporter ist Thorsten Winkler. RW wieder angeführt von ihrem Kapitän Ali Bilgi, nach 5 Monaten Verletzungspause wieder von Beginn an dabei. Zweimal wurde er schon eingewechselt. Letzte Woche in Münster glänzte er mit 2 Torvorlagen und einem Treffer. Er ist also wieder fit. Und die Tabellenführer-Fans natürlich in allerbester Stimmung an der Hafenstraße. Ja, Dennis Stephan hat es angedeutet, die 3 Punkte gegen Chemnitz, die haben sie hier alle im Essener Umfeld bereits ganz fest eingeplant. Und entsprechend engagiert gingen die Rot-Weißen auch ans Werk. Junger Muhani, aber Süßner im Chemnitzer Tor, aufmerksam. 3 Minuten waren gespielt und dann passierte was Außergewöhnliches. Süßner bereitet sich auf den Abschlag vor und hinter ihm lauert Junger Muhani. Und im richtigen Moment stibitzt der Essener sich den Ball und macht das 1:0. Ja, was für eine kuriose Szene. Manni Burgsmüller lässt grüßen. Die Essener Führung durch Junger Muhani noch einmal. Steffen Süßner bemerkt Junger Muhani nicht in seinem Rücken. Der macht das ganz geschickt. Keine Frage, regelkonform dieser Treffer. Keine Behinderung des Torwarts. Was für ein perfekter Auftakt. Das sollte natürlich für noch mehr Selbstsicherheit sorgen. Lorenzon. Bemben versucht es alleine. Richtig so, Michael Bemben. Er zurück im Team für Özbek. Außerdem fehlt ja Wehlage, der sich letzte Woche eine böse Schulterverletzung zuzog und mindestens 4 Wochen ausfällt. Freistoß Essen. Und auch das ist Sache von Michael Bemben. Und die Chemnitzer, was machten die? Das Team von Joachim Müller, von dem war gar nichts zu sehen. Die Blauen erstarrten regelrecht in Ehrfurcht. Heldermanns, Boskovic ist durch, Süßner rettet van Lent und Junger Muhani zur Stelle. 2:0, der zweite Treffer von Junger Muhani. Eine schöne Gemeinschaftsleistung der Essener Offensive. Boskovic, van Lent und dann Junger Muhani, der ja den Vorzug vor Gorschlüter bekam. Und sein Einsatz hatte sich jetzt schon mehr als nur gelohnt. Chemnitz als Tabellenletzter ja nur mit einem Auswärtssieg und vor allem in der Offensive äußerst harmlos. Und das zeigten sie auch heute. Abgefangen und dann ging es schnell bei den Rot-Weißen. Junger Muhani 3 gegen 2. Van Lent kommt nicht dran. Zu ungenau das Zuspiel von Junger Muhani. Das war verschenkt, das hätte es natürlich schon werden müssen, das 3:0. Und RWE machte weiter Dampf, die Überlegenheit jetzt immer größer. Lorenzon, van Lent ein bisschen überrascht, dass er da an den Ball kam. Bemben hatte die Hereingabe von Lorenzon verlängert. Ein bisschen mehr Konzentration im Abschluss und man könnte hier noch einiges für das Torverhältnis tun. Chemnitz ließ die Essener weiter gewähren. Freistoß Essen, der Ball kommt zu Bilgin. Boskovic, schon wieder eine gute Gelegenheit zum 3:0, doch ein wenig leichtfertig vertan. Aber sie setzen nach, die Essener. Boskovic. Er kämpft sich den Ball zurück. Bemben. Zweikampfstark.
Und dann noch dieser respektable Abschluss. Michael Bempen heute mit einer starken Leistung in den ersten 45 Minuten. 2:0 der Pausenstand, eine klare Angelegenheit für RWE. Chemnitz hatte nichts zu bieten, außer ein paar schmerzfreien Fans. Nach dem Wechsel zunächst das gleiche Spiel, Essen souverän, aber die Bissigkeit, die ließ doch zu wünschen übrig. Wieder Michael Bemben, ansonsten das Team von Uwe Neuhaus, jetzt doch ohne die nötige Leidenschaft. Das war jetzt nicht mehr so, wie man sich einen Zweitliga-Aufsteiger vorstellt. Und das merkten auch die Gäste. Essens Hintermannschaft mit Problemen. Lorenzson tritt über den Ball, aber die Schusstechnik von Adamu noch ein wenig verbesserungsfähig. Die Partie jetzt nicht gerade auf allerhöchstem Niveau, eher langweilig. Essen tat einfach zu wenig. Seit 5 Spieltagen auf Platz 1 der Regionalliga Nord, das macht die Mannschaft vielleicht ein wenig zu selbstsicher. Junger Muhani ist durch, aber dann verstolpert er, wieder eine Möglichkeit vertan. Und es gab jetzt nicht mehr viele davon. Das Spiel plätscherte so leidlich vor sich hin. Den über 10.000 Zuschauern im Georg-Melzes-Stadion wurde nicht mehr viel geboten. Foulspiel von Adamo gegen Lorenzson. Etwas zu heftig das Ganze. Und da er schon gelb gesehen hatte, blieb Schiedsrichter Gagelmann nichts anderes übrig als gelb-rot zu zeigen. Essen also noch fast eine halbe Stunde in Überzahl. Klare Sache, gelb-rot für Adam. Aber auch jetzt Essen weiter mit zu wenig Engagement. Chemnitz keineswegs im eigenen Strafraum eingeschnürt. Immerhin die dritte Ecke, aber zum Torschuss reichte es dann wieder nicht. Geklärt von Lorenzson. Dann ein Wechsel bei Essen. Daniel Steffoi kam für Nicole. Steffoi in der Winterpause vom SC Paderborn gekommen. Sein erster Einsatz für RWE. Nicht nur die Fans warteten sehnsüchtig auf die Schlussoffensive. Und jetzt nochmal Bemben. Immerhin Süßner wieder mal geprüft. So sollte es öfter mal gehen. Eine Viertelstunde noch zu spielen, kaum zu spüren, dass Essen einen Mann mehr auf dem Platz hatte. Zu selten ging es so zielstrebig nach vorne wie hier. Steffoi und Czalek, der Ball im Tor, aber der Abseitspfiff ertönte. Steffoi schon in Abseitsposition, keine Proteste der Essen, es blieb beim 2:0. 10 Minuten noch zu spielen. Bei Chemnitz schwanden so langsam die Kräfte. Endlich ging es mal über die Außen. Steffoi im Zusammenspiel mit Kiskanch. Schön gemacht. Und in der Mitte dann Boskovic. Ja, mit solchen Spielzügen war die Chemnitzer Abwehr doch ziemlich einfach in Bedrängnis zu bringen. Essen legte jetzt noch mal zu in den letzten Minuten. Das 3:0, das müsste doch noch drin sein. Bemben, freie Schussbahn. Aber nochmal Steffen Süßner, der Unglücksrabe dieser Partie. Hier bringt er die Fäuste rechtzeitig hoch. Die letzten Minuten an der Hafenstraße. Der Ball kommt zu Czalek. Schnelle Drehung. Junger Muhani, und jetzt zieht er nochmal. Nicht zu halten, und er macht es. Das 3:0. Junger Muhani, sein dritter Treffer. Das war's, der Endstand in Essen. Junger Muhanis kleiner Spaziergang zum Abschluss. Der dritte Treffer, eine einfache Angelegenheit, so wie hier das ganze Spiel. Chemnitz bot einfach zu wenig Gegenwehr. Merk Junger Muhani, Glückwunsch zum 3:0. Alle drei Tore von Ihnen, Sie sind der Matchwinner. Wann haben Sie das letzte Mal drei Tore in einem Spiel geschossen? Ich erinnere noch, wann ich in Burghausen gegen Alemannia Aachen habe ich schon drei Tore geschossen. Also das gab es schon, aber so ein Ding wie beim 1:0, ich glaube, das haben Sie noch nie gemacht. War das denn pure Absicht, weil Sie haben sich ja fast schon angeschlichen an den Torwart? Ja, aber ich denke, die Abwehr sind schuld, weil die haben mich gesehen. Der Torwart sieht mich nicht. Normalerweise muss einer von der Abwehr muss sagen, Hintermann, also hier mein Stirn noch drin. Ich wusste, der Torwart sieht mich nicht. Und normalerweise, ich bleibe cool hinten und ich wusste, der rollt den Ball, und da habe ich ja geschaut.
Es war keine Glanzleistung heute, aber die Pflicht erfüllt. Die 3 Punkte bleiben in Essen. Rot-Weiß Essen marschiert also volle Kraft in Richtung zweite Liga. Stijn Heldermans ist hier. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Heldermans, habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Ja, das ist richtig. Also Stijn Heldermans, man sagt auch mal Haldermans. Geht das auch? Ja, das ist in Ordnung. Also ich verstehe, dass es ein bisschen schwer ist, aber das ist alles egal. Jetzt bin ich froh, dass jemand aus Essen mal hier ist, der auch schon über den Aufstieg wirklich redet. Weil Sie haben ja vor 6 Wochen vor dem Düsseldorf-Spiel Anfang Februar schon gesagt, ein Aufstiegsplatz gehört ganz sicher RWE. Warum sind Sie sich denn da schon so sicher gewesen? Na, weil ganz klar, weil wir, glaube ich, einen sehr ausgeglichenen Kader haben. Wir haben also sehr viel Qualität da drin und wir haben am Anfang der Saison natürlich ein bisschen gebraucht, um einander ein bisschen zu finden, obwohl wir da auch die nötigen Punkte schon zusammengespielt haben. Aber jetzt nach der Winterpause sind wir auf dem gleichen Weg wie vor der Winterpause also durchmarschiert und jedes Spiel ist wichtig und deshalb freut es mich sehr, dass wir heute auch wieder die 3 Punkte geholt haben. Sie haben heute zentral hinter den Spitzen gespielt, da auch gefährliche Pässe in die Tiefe, zum Beispiel beim 2:0. Ist das Ihre Wunschposition? Naja, also im Endeffekt ist es egal, wo ich spiele. Hauptsache, wir gewinnen und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Und, also mir gefällt es, um die Bälle in die Tiefe zu spielen und das ist heute auch wieder gelungen und das macht mir Spaß. Sie sind in den letzten 6 Jahren in Belgien und auch dann hier in Deutschland bei Rot-Weiß Essen 3-mal abgestiegen. Macht das nicht jetzt unheimlich Spaß, endlich mal um den Aufstieg mitzuspielen? Ja klar, also es macht unheimlich viel Spaß. Jetzt kann man sich ein bisschen andere Ziele setzen und es macht eindeutig viel mehr Spaß zu gewinnen als zu verlieren. Und deshalb da hoffe ich, dass wir in den neuen Spielen, die uns noch bleiben, auch die nötigen Punkte zusammenspielen. Aber da bin ich mir ziemlich sicher. Sie waren ja in Belgien bei Standard Lüttich auch schon mal auf dem Sprung in die Nationalmannschaft. Da träumt man natürlich von, das ist klar. Und warum jetzt plötzlich Regionalliga? Wie geht das? Naja, also man hat sich im Laufe der Karriere stellt man sich natürlich gewisse Ziele. Aber ich bin auch realistisch genug, um jetzt mit meinem Alter vielleicht andere Ziele zu setzen. Und mein heutiges Ziel ist den Aufstieg mit Rot-Weiß Essen. Und da sind wir auf dem richtigen Weg. Jetzt kommen hier sogar gegen den Tabellenvorletzten 10.000 Zuschauer. Macht das nicht Riesenspaß, jede Woche hier vor so einer Kulisse zu spielen? Ja, natürlich. Also, und das hat auch dazu beigetragen, dass ich am Anfang der Saison mich für dieses Ziel entschieden habe. Also das passt alles und wie gesagt, es macht unheimlich viel Spaß und wir sind auf dem richtigen Weg und wir werden weiterhin Gas geben. Nächste Woche haben wir ein sehr schweres Spiel in Jena, aber hoffentlich können wir da auch wieder Punkte. Dann wünsche ich viel Erfolg. Danke, Stijn Heldermans. Tschüss.